Das iPhone gibt's jetzt auch in Rot. Wow. Wobei, der eigentliche Hintergrund: Apple unterstützt mit dem roten iPhone den Kampf gegen AIDS. Mit dem roten iPhone 7 ist jetzt erstmals ein Apple-Flaggschiff als Product Red erhältlich. Ein Teil des Gewinns spendet Apple also an den Global Fund, eine Initiative zur Bekämpfung von AIDS und Malaria in Afrika. Außer der Farbe ändert sich dementsprechend nichts. Die Red Edition ist mit 128 und 256 GB erhältlich und kostet mit 869 bzw. 979 Euro für das 4,7 Zoll Modell und 1009 bzw. 1119 Euro für die Plus-Version gleich viel wie die anderen Farbvarianten. Wem die bisherigen Farben also nicht fancy genug waren und wer nebenbei auch noch die Red-Initiative unterstützen will, der kann zugreifen. Wem das Topmodell zu teuer ist, der kann auch zum neuen iPhone SE greifen. Das bietet jetzt zum gleichen Preis die doppelte Speicherausstattung, also 32 GB für 479 Euro und 128 GB für 589 Euro. Apple hat außerdem sein iPad Air 2 überarbeitet. Das neue Einstiegs-iPad heißt schlicht und einfach iPad. Es ersetzt das iPad Air 2, das nicht mehr verkauft wird. Das neue iPad ist 9,7 Zoll groß, etwas dicker und schwerer als das iPad Air 2, bekommt aber dafür auch einen schnelleren A9-Chip und einen größeren Akku spendiert. Verfügbar ist das neue Apple-Tablet nur noch mit 32 oder 128 GB Speicher, wahlweise mit Wi-Fi oder mit Mobilfunkunterstützung. Die nur Wi-Fi-Variante kostet mit 32 GB im Apple Store 399 Euro und ist in den Farben Silber, Gold und Space Grau zu haben. Für 100 Euro mehr gibt es die 128 GB Version. Das Topmodell mit Nano-SIM-Karten-Slot kostet 659 Euro. Außerdem gibt es einen Touch-ID-Sensor, eine 8-Megapixel-Rück- und 1,2-Megapixel-FaceTime-Kamera.